Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit dem gleich. Ja, heute gibt es nichts Neues im Shop. Wir haben heute den Wukong. Das ist falsch hier gerade drin. Den Wukong kriegt von mir 9 von 10, der Wukong. Und da haben wir derzeit hier 3,21 von 5. Dann sind, achso, muss ich noch eins weiter. Dann haben wir die Jingu Bang, kriegt von mir 7 von 10, die Jingu Bang. 4 von 5 bei 23 Votes. Dann sind wir auch schon durch mit dem Wukong. Dann sind wir bei der dunklen Vorhut. Ich weiß, der Herr Sofort mag die ziemlich gerne. Ich finde sie jetzt nicht so toll. Von mir geht die dunkle Vorhut 5 von 10. Das ist hier der Dark Vanguard. Und da haben wir 3,88 von 5 bei 92 Votes. Das Weltraumlandegerät 9 von 10 für den, wo ist er denn, der Deep Space Lander. Und da haben wir hier 4,75 von 5 bei 28 Votes. Ein bisschen weniger gut gefällt mir das Weltraum Shuttle. Das kriegt von mir 8 von 10. Das ist hier der Orbital Shuttle. 3,67 von 5 bei 12 Votes. So, dann sind wir schon beim Tomato Head angelangt. Den finde ich persönlich nicht so toll. Ich weiß, Tim the Tatman zum Beispiel hat ihn ganz gerne gespielt. Der Tomato Head, aber ich bin kein Fan von dem Ding. Gefällt mir nicht so wirklich. Finde ich schrecklich. 4 von 10 für den Tomato Head. Und da haben wir derzeit 4,16 von 5 bei 73 Votes. Dann haben wir den Extra Cheese. Das ist hier diese, das sind die zwei Pizzakartons mit den zwei Pizzen und dem aufgeblähten Käse plus die Pizzakutter rechts und links. Extra Cheese für 1200 V-Bucks. Das ist dieser hier, kriegt von mir 3. Kriegt von mir 6 von 10, 3,75 von 5. So, und dann haben wir noch die Extra-Roni, kriegt von mir auch 6 von 10. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so toll, aber ist okay. Extra-Roni, 3,71 von 5 bei 17 Votes. Jo. Dann sind wir auch schon mit den vorgestellten Gegenständen durch. Dann sind wir bei den Daily Items. Und hier mal das Lama Kadabra. Lama Kadabra, mega geil, kriegt von mir 10 von 10. Lama Kadabra. Und das hat hier momentan 3,39 von 5 bei 23 Votes. Dann sind wir bei der beschlagenen Hacke. Bin ich persönlich wieder kein Fan davon. Ja, diese Strasssteinchen da drauf gefallen mir nicht so wirklich. Muss ich sagen, kriegt von mir 6 von 10. Ist die Studded Eggs. Studded Eggs ist das hier. Mit 3,97 von 5 bei 39 Votes. Wie hört die sich an? Dann aber die Light Show. Sorry, Leute, aber ich glaube, es gibt nichts Schrecklicheres, als mit so einem glühenden, strahlenden Ding da über die Map zu rennen. Der Light Show. Ja, wenn ihr unbedingt im Fokus der Gegner sein wollt, dann holt euch den Light Show. Ihr werdet garantiert gesehen und getroffen. Light Show, Neonleuchten Set für 800 V-Bucks. Boah. Kriegt von mir 4 von 10. Der Light Show. Was haben wir da? 2,55 von 5 bei 22 Votes. Dann haben wir den Chaos. Den finde ich, das sind halt Skins, die mir wiederum relativ
relativ gut gefallen, sage ich mal. Steampunk. Kriegt von Chaos, kriegt von mir 7 von 10. Wo ist er denn? The Mayhem. Oh, passt ja sogar. 3,78 von 5 bei 32 Votes für 1200 V-Bucks. Dann haben wir den Prisma. Finde ich persönlich wieder nicht so toll. Ist mir wieder zu knallig, zu lila, zu pink, zu bäh. Und ist noch ein Standardgleiter, kriegt von mir 4 von 10, 3 von 10 der Prisma. Ich finde den nicht gut. Und da haben wir momentan 3,06 von 5 bei 18 Votes. Jo, dann haben wir noch den Jubelstimmung. Ein Emote, der schon ziemlich lange am Start ist. Jubilation kriegt von mir, was gebe ich dem Ding, 7 von 10. Also 8 von 10. Hier haben wir 4,53 von 5. Ah, 7 von 10. Und da haben wir das Ding, das war bereits im März 2018 released worden, also schon seit einem Jahr im Spiel. 42 Reminders. Jo. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Dann mache ich den da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir dem Mann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.